surfing now, everybody's learning now. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Early in the morning we'll be starting now. Some honeys will be baking the scene. I loaded up my woody with the boards on top, and I put on my faded blue jeans. Cause we're a good on David's face. Yes, I'm gonna take certain safari. Girls on David's face. Yes, I'm gonna take certain safari. Let's go surfing now, everybody's learning now. Come on a safari with me. Come on a safari. At Huntington, Malibu, they're shooting the beer. At Rincon, they're walking the low. Ich stelle den Grafen Georg Ernst dar, den Schulgründer, und versuche ihm, soweit es geht, nahe zu sein. Sowohl im Äußeren als auch in den Aufgaben, die er erfüllt hat. Vorbildlich für Schleusing. Plus 569. Wir fahren nach Karl-Marx-Stadt über Autobahn.
fahren nach Karl-Marx-Stadt über Autobahn und Schien. Wer ist das hier alles? Die Oma und die Mama. Aletta! Hot town, summer in the city. Back of my neck getting dirty and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead. Walking on the sidewalk harder than a match head. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. She's back to me, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer. In the city, in the summer, in the city. Cool town, meeting in the city. Dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking so pretty. Wir stellen Diakonissentrachten dar, unserer Einrichtung des Seniorenheimes in Schleusingen, genauer gesagt im Wilhelm-Augusta-Stift. Und ich trage ein Original-Arbeitstracht von 1891, dem Gründungsjahr unserer Einrichtung. Wir bestehen jetzt seit 116 Jahren. Diese Tracht wird heute noch getragen und meine Kollegin trägt eine Tracht von 1950. Also 1848 hat Johann Friedrich von Wichern auf dem Kirchentag in Wittenberg eine Stegreifrede von ca. 15 Minuten gehalten zu praktischen Aufgaben der inneren Mission. Und von da an sind die Diakonissen auch des hallensischen Diakonissenmutterortes in die Welt gezogen und haben im Endeffekt diese praktischen Aufgaben der Pflege auch übernommen. Und so kam auch schon 1886 eine Diakonisse nach Schleusingen und hat als Gemeindeschwester war sie tätig. Sie ist damals von Haushalt zu Haushalt gegangen und es war immer ihr Anliegen, ein Haus zu haben, wo man die Pflege zentral machen kann. Und da das Armenhaus, das die Stadt hatte, 1840 abgerissen werden musste, kaufte ja die Stadt 1850 den sogenannten Vogelshof, wo dann später das Siechenhaus 1891 am 1.7., es sind heute auf den Tag genau 116 Jahre, eingeweiht wurde. Heute würde man sagen ein Bewohnerbuch, aber früher hat man gesagt Pfleglinge. Hier wurde genau aufgelistet, wann der sogenannte Pflegling eingetreten ist ins Heim, welche Konfession er angehört hat und wo er gewohnt hat und wann er verstorben ist. Noch 2 Minuten bis zum nächsten Brand! Der Wassergraben hat dazu gedient, die Oberstadt mit Löschwasser zu versorgen nach dem verheerenden Brand im Jahre 1353. Und es war deshalb auch ganz logisch, dass hier oben auch die Feuerwehr dann ihren Sitz genommen hat. Wir haben hier ein Modell des Wassergrabens im Maßstab 1 zu 1000. Wir stellen da über 3,20 Meter Länge das Gefälle von 1 Millimeter
Wir haben hier rot eingefärbtes Wasser, um das etwas sichtbar zu machen, die geringe Fließgeschwindigkeit. Und etwas spaßhalber kann man sagen, wo die Büchse ist, dort ist Hinternaer und wo der Eimer ist, das ist Schleusing. Manchmal bin ich ohne Rast und Ruh, manchmal schließ ich alle Türen nach mir zu. Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß, manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß. Manchmal bin ich schon am Morgen müd, und dann such ich Trost in einem Lied. Über sieben Brücken musst du gehen, sieben dunkle Jahre überstehen, siebenmal wirst du die Asche sein, aber einmal auch der helle Schein. Erzähl doch mal, stell dich nochmal vor, wer du bist. Kevin. Wie alt bist du, Kevin? Vier. Vier Jahre? Aha. Vier Jahre gehst du noch in den Kindergarten, ne? Und was gefällt dir nun auf diesem Fest am besten? Die Menschen. Hat die Heizung funktioniert? Ja, ja. Alles hat funktioniert. Warte mal. Napoleon. Herr Frenzel, was
Soldat. Wir sind hier im sächsischen, preußischen Lager der Armeen nach dem Erlass des Wilhelm III. Von Preußen, König von Preußen, der am 17. März 1813 nach dem Ansinnen des Herrn Gerhard Scharnhorst die Wehrpflicht im Prinzip eingeführt hat für Preußen, um letztendlich Napoleon zu besiegen in all den Gebieten, die also Napoleon vereinnahmt hat. Was halt noch viele Jahre gedauert hat und erst mit der Völkerschlacht 1813 so seinen Höhepunkt fand. Und dazu stehen wir heute hier. Also ich bin der Herr Horst Pöschel. Vom Beruf bin ich Lehrer für Mathematik, war jahrelang an der Gerhard-Hauptmann-Schule in Schleusing tätig. Viele Schleusinger Bürger werden mich kennen. Ich wurde gebeten, im Rahmen der Jahrfeier, hier, da ich in diesem Gebäude wohne und das auch der Besitz der Familie Pöschel zurzeit ist, einiges mal den Besuchern der Stadt Schleusingen und auch den Schleusinger Bürgern zu zeigen und zu sagen. Weil viele Bürger, die hier in Schleusingen wohnen, um diese Mühle drumherum laufen, vorbeigehen und eigentlich nicht wissen, was in dem Gebäude hier nun so vor sich geht und was da drin noch enthalten ist. Und deshalb waren wir gern bereit, im Rahmen der Jahrfeier unsere Mühle mal zu öffnen und den Leuten zu zeigen, die interessiert sind, was sich hier tut. Du anständige Leute, gell? Wir repräsentieren hier den Geschichtsverein 1908 und das passiert hier in diesem Turm, im Heckenturm, wo der Geschichtsverein auch mal gesessen hat. Und der Heckenturm ist heute zu besichtigen, der ist ja ansonsten nicht geöffnet und die Leute können sich mal einen Überblick verschaffen, wie ein Denkmal erhalten werden kann. Ich bin der Hoffmann aus Schleusing, bin Oldtimer-Sammler seit mehreren Jahren und ich habe hier versucht, mir eine kleine Ausstellung aufzubauen. Das ist jetzt so der Anfang. Es soll in den nächsten Jahren noch größer werden, die ganze Geschichte. Das ist auch eine Zeitfrage. Ich habe alles in der Freizeit gemacht und auch nur alleine von mir. Und dauert eben alles eine Zeit. Momentan ist auch noch ein bisschen eine Baustelle hier drin, wenn man genauer hinguckt. Aber ich denke mal, in den nächsten Wochen wird sich das noch verbessern. Was machen Sie hier? Ich habe mit Peter Hoffmann mich kurzgeschlossen zu der Veranstaltung von der 775-Jahr-Feier im Bereich von seiner Scheune bei Alte Filme zu sein, speziell Motorsportfilme, zum Beispiel hier der Film, der jetzt läuft. Harlem und der Kallo 1964, dann habe ich einen Film dabei, auch in Farbe im Dom, Ruderbootrennen an der englischen Kanalküste, habe auch ein paar Schwarz-Weiß-Filme, Stummfilme aus den 30er Jahren, die vorführen möchte. Bis jetzt war dann die Zuschauer alle begeistert.